Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ligner TV machen wir schon lange. Wir gucken uns jetzt hier einen älteren Beitrag an. Was wir daran sehen, dass der Jonas noch Haare hat und einen Bart und weniger Tattoos. Wir wollen mal schauen, was haben wir damals gemacht. Zuallererst möchte ich aber an dieser Stelle nochmal sagen, ich freue mich riesig, dass so viele von euch seit so vielen Jahren bei diesem Format mit dabei sind. Ich finde das wirklich klasse, weil wir das ja irgendwo für euch machen. Also, los geht's mit dem Beitrag. So, der ein oder andere. Ich weiß auch schon, worum es geht, weil ich den Hintergrund erkenne und ich weiß ganz genau, dass das ein richtig, richtig cooler Dreh mit einem sehr coolen Typen war. Aber wir gucken rein. Schon gefragt haben, warum ich eigentlich im Tischler-Magazin hier in einem Autohaus stehe. Der Witz ist, ich stehe gar nicht in einem Autohaus. Denn was genau hier eigentlich passiert, das sagt uns am besten mal der Eigentümer und das ist Craig. Erklär mir bitte einmal, was passiert hier? Ja, du stehst in meiner Firma Custom Bars. Wir sind spezialisiert auf VW T6. Was mir heute auffällt, was mir früher nicht aufgefallen ist, diese Balken. Allein diese Halle, die ist einfach von innen schon cool. Craig war auch ein super cooler Typ. Aber diese Halle allein, da, sowas würde ich mir auch mal wünschen. Solche könnten wir hier auch mal einziehen ins Büro. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Wohnmobile, Campingvans, Lifestyle-Vans. Und ja, wir nehmen den T6 als Neuwagenbasis von VW und bauen ihn mit unserem eigenen Customized-Ausbausystem aus. Genau. Das kannst du dir als Kunde frei gestalten, frei konfigurieren und du kriegst dann nach deinen Wünschen konfiguriert deinen eigenen Customers geliefert. Das sind ja alles super schöne Autos. Ich greife jetzt natürlich vor, aber wir sehen hier schon was. Wo wir bestimmt gleich nochmal drauf eingehen. Und wir sehen hier auch schon einen bestimmten Namen. Vielleicht sagt ihr euch was. Wenn ja, schreibt es mal unten rein. Es sind wirklich ganz, ganz besondere Busse, die hier gemacht werden. Wirklich ganz, ganz besonders. Sowas habt ihr, wenn ihr den Beitrag noch nicht gesehen habt, fast garantiert noch nie gesehen. Aber wie kommt man auf die Idee, so viele schöne Busse zu bauen? Das Busfieber hat mich infiziert, seit ich 19 bin. Ich bin Surfer. Und habe in meiner Tischlerlehre meinen ersten Surferbus ausgebaut, nach meinen Vorstellungen. Und habe dann im Holzbau, im Bootsbau gearbeitet, habe dann Holzbau studiert und im Studium weitere Busse ausgebaut. Immer wenn ich einen fertig hatte, hatte ich das Gefühl, beim nächsten willst du alles noch besser machen. Und so kam es dann dazu, dass ich zum Ende des Studiums mein eigenes Baukastensystem entwickelt habe, einen Custom Bus gegründet habe und mich dann hier in Hannover Langenhagen niedergelassen haben. Ich glaube, dieses Gefühl können wir eigentlich alle, die mit Holz arbeiten, irgendwo verstehen. Es geht ganz oft gar nicht darum, den perfekten Tisch zu bauen, sondern genau wie er es beschreibt, die Idee, die man gerade hat zu bauen, festzustellen, ja, es ist okay geworden und direkt den nächsten zu bauen, den man wieder weiter verbessert. Ich glaube, manchmal ist das von außen schwer zu verstehen, aber das ist auch für mich so eine Kraft, die mich immer antreibt, das Projekt wirklich nur als Lernerfahrung zu nehmen und direkt zum nächsten zu gehen und alles besser und anders zu machen. Und das beschreibt er hier eigentlich auch ganz schön, so wie ich das gehört, bei seinen Bussen. Und Bus sind eigentlich schon immer so ein bisschen dein Thema gewesen. Absolut, ja. Also liegt es ja eigentlich nahe, solche Busse zu bauen. Was genau hebt dich denn jetzt davon ab? Also ich meine, einen Bus ausbauen habe ich selber auch schon mal probiert. Das sah ziemlich fürchterlich aus, wenn ich ehrlich bin, weil da ist ja doch wesentlich mehr. Ich habe es nett umschrieben, es war einfach eine Katastrophe. Rückblickend bin ich froh, dass niemand von euch das jemals gesehen hat, weil es einfach grauenhaft war, was ich da gemacht habe. Aber Reichtum gefragt. Also da sind ja, es ist ja eigentlich auch nichts gerade, sondern alles ist irgendwie rund oder komisch geformt. Wie hast du dich da so reingegrätscht, sag ich ja, mal. Ja, also ich glaube tatsächlich, beim Tischlern ist ja alles gerade und linear. Beim Bootsbau ist alles schief und krumm. Und wenn du beide Gewerke miteinander mischt, deswegen haben unsere Busse auch so einen leicht maritimen Einschlag, dann hilft es schon, weil der Bus tatsächlich rundherum einfach seine Geometrien hat, die man nicht überschreiten darf. Und dann ist natürlich die große Zielsetzung, möglichst viele Funktionen in diesen kleinen Raum zu bringen, die Stauräume möglichst effizient zu nutzen, den Raum möglichst effizient zu nutzen, den du zur Verfügung hast. Und da kann man... Wenn man diese Aufnahme jetzt so sieht, und das finde ich eigentlich cool an diesem Thema, ist jetzt unscharf gerade, ich weiß. Aber man würde überhaupt nicht denken, dass das ein Bus ist, sondern man könnte einfach sagen, das ist eine ziemlich schicke Küche, warum steht die nicht bei mir? Aber es ist halt wirklich alles in Busse gebaut. Und weiter produzieren, das ist einfach fantastisch. Aber jetzt, wenn ich mir das so anschaue, ist es doch wahrscheinlich so, du musst doch eigentlich alles neu machen, oder? Also es gibt ja, bis auf das Auto an sich,
kein fertiges Teil dafür. Also wenn ich jetzt so in deinen Bus reinschaue, ist das ja alles sehr, das ist keine Tischlerarbeit, sondern es ist eigentlich Design, was du hier machst, oder? Ja, im Grunde schon. Die Grundentwürfe der Fahrzeuge sind natürlich... Was für eine steile These, das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus. Aber ihr seht es, das ist lange her und auch ich habe mich natürlich in der Zeit ein bisschen weiterentwickelt. Mir fällt das manchmal fast schon schwer, mir das anzugucken, weil ich mir einfach denke, meine Güte, Jonas, du stehst so auf dem Schlauch, das gibt es ja überhaupt gar nicht. Aber der Beitrag war trotzdem gut, vor allen Dingen wegen des Gastes. Und dann haben wir das Ganze versucht, oder ich damals noch alleine in meiner One-Man-Show, versucht, das Ganze umzusetzen und dem Ganzen im Grunde ein Möbel, eine Funktion zu geben. Und du bedienst dich von Zulieferern, was Spüle, Kocher, Armaturen, Komponenten angeht und so weiter. Aber das Möbel selbst, das gibt es natürlich nicht fertig, sondern das musst du zeichnen, entwerfen, anpassen und dir dann überlegen, wie spielt das Ganze zusammen? Kriege ich den Schrank noch auf, wenn ich das Bett ausgeklappt habe? Kriege ich den Tisch noch aufgebaut, wenn da noch jemand liegt? Und solche Sachen sind einfach entscheidend. Und wenn du dich auf dem Markt so umkaukst, wirst du schnell sehen, dass vielleicht nicht jeder so weit denkt und nicht jeder bis ins Detail überlegt, wie kann man es perfekt machen. Und genau das haben wir uns halt auf die Fahne geschrieben. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, machst du ja sozusagen ein super handwerkliches Produkt in einem designten Mantel. Und jetzt stehen wir in deiner Werkstatt und die ist ja relativ überschaubar. Wie produziert ihr denn diese? Die ist nicht nur überschaubar, die ist unglaublich sauber, wenn ich mir das gerade so angucke. Oft ist das ja so, wenn wir kommen, dass die Firmen vorher aufräumen. Aber selbst wenn du aufräumst, manche Sachen siehst du immer. Du siehst, dass da gearbeitet wird. Aber jetzt, wo ich mir das nochmal angucke, ist es unfassbar sauber. Irre, also ich weiß nicht, entweder hat er, du müsstest es mal beantworten, falls du den Beitrag siehst, hast du stundenlang geputzt oder ist es wirklich immer so, also das ist ja wirklich ein Traum, da zu arbeiten, so klinisch rein, wie das da ist. Die ganzen vielen super figelinschen Eigenteile, Einzelteile. Ja, wir haben uns auf Plattenmaterialien konzentriert. Wir brauchen ein besonders leichtes, formstabiles Material, was diesen hohen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, die im Bus vorherrschen, im Grunde standhält, formstabil bleibt. Und wir haben das Ganze mit einem Schichtstoff beschichtet, der halt kratz- und säureresistent ist. Und die Anforderungen im Busbau sind halt sehr hoch. Ich habe die klimatischen Anforderungen angesprochen, aber es geht weiter mit den Vibrationen, mit den Fahrgeräuschen. Du musst alles puffern, dämpfen, du musst überdimensionierte Beschläge einbauen, damit selbst kleine Türen durch die ewigen Vibrationen in einem Auto im Grunde nicht irgendwann das Verstellen oder eine Geräuschbildung anfangen. Und das ist im Grunde schon ein hoher Anspruch, den wir haben. Und das Ganze muss halt vom Design her perfekt sein und muss funktional sein. Und das Funktionale im Gegensatz zu vielleicht einer großen Schrankwand ist schon etwas eine besondere Aufgabe in den Fahrzeugen, weil du halt auf engstem Raum versuchen musst, dass die Komponenten zusammenspielen. Stell dir vor, deine halbe Familie liegt noch. Man sieht auch hier im Hintergrund nochmal, was er mit seinen Materialien meint. Wir alle kennen den Plattenwagen, wo die Reste oder die Teile reinkommen. Aber dass alles wirklich so mit so Schaumstoff ausgelegt ist, das ist schon so wie die Sauberkeit dieser Werkstatt. Das ist schon ein ganz anderer Level nochmal. Ich finde das echt richtig cool. Ich selber würde das nicht durchziehen können, aber es sieht schon sehr, sehr professionell aus. Du bist der Erste, der morgens aufsteht und einen Kaffee machen will. Und du musst da unten links an den Küchenschrank, um einen Kaffee rauszuholen. Aber das geht nicht, weil das Bett im Weg ist. Es gibt zig Ausbauer, bei denen das genau so blockiert. Und du musst dir halt überlegen, wie kriegst du das hin, dass du vielleicht das Bett freischwebend gestaltest, ohne irgendwelche störenden Stützfüße, um dann an deinen Kaffee ranzukommen. Deinen Tisch aufzubauen ohne störenden Stützfuß, damit vielleicht dein Surfboard, was da drunter durchgeladen ist, nicht mit dem Fuß irgendwie in Kollision kommt und so weiter und so weiter. Wie komme ich noch an meinen Kleiderschrank, wenn die Kinder schon schlafen? Und diese ganzen Aufgaben, wir haben nur diese paar Kubikmeter zur Verfügung, die Außenformen sind begrenzt. Und du musst wirklich wahnsinnig viel Entwicklung da reinstecken, damit dieses ganze Zusammenspiel funktioniert. Das klingt nur vom Zuhören schon super komplex. Und wir haben ja vorhin, also ich habe ja schon ein paar von deinen Bussen gesehen. Ist das bei dir so, dass du mit einem Baukastensystem arbeitest?
Oder könnte man sozusagen jeden einzelnen Schrank auch noch individuell verarbeiten? Weil ich meine, das würde ja wahrscheinlich völlig den Rahmen sprengen, oder? Ja, gebe ich dir recht. Wir haben im Grunde um jeden Quadratzentimeter, um jeden Kubikzentimeter haben wir gekämpft, dass du wirklich alles an Volumen nutzen kannst und du hast in jedem Bauteil einen irrsinnig großen Entwicklungsaufwand. Und wir können es gar nicht leisten. Mir fällt so zwischendurch auf, dass er so eine beruhigende Wirkung mit seiner Stimme hat. Ich bin fast wie hypnotisiert. Geht euch das auch so? Ich merke schon, wie ich so richtig sehr angenehm. Den Standard erhöhen, wenn wir sagen würden, wir würden über unser Baukastensystem hinaus individuelle Lösungen anbieten, weil die wären noch nicht ausgereift. Die können beim ersten Bau noch nicht ausgereift sein. Mir fallen teilweise die belanglosesten Sachen auf, aber eine Sache haben wir gemeinsam. Ich habe nicht so eine kleine Werkstatt und ich kann auch keine Busse ausbauen, aber ich habe dasselbe Kramregal. Es ist so random. Warum fällt mir das auf? Es ist schon fast unangenehm, dass mir das auffällt. Aber es ist so. Und ich freue mich, dass ich wenigstens... Weil man lernt ja doch ein bisschen. Also ich glaube, ich habe mir das sogar danach gekauft, wenn ich mich nicht ganz täusche. Man lernt eigentlich wirklich bei jedem Dreh irgendwas dazu. Natürlich kann man nicht alles übernehmen, weil ich keine Busse ausbaue. Aber seine Werkstatt und dieses ganze Konzept ist einfach so cool, so clean. Heute sauge ich noch mehr davon auf. Qualitätsanspruch. So ist es also, dass wir mit Custom Bus das größte Baukastensystem, meine ich, auf dem Markt haben. Die größte Individualisierungsmöglichkeit für unsere Kunden. Aber darüber hinaus erfüllen wir noch den einen oder anderen Sonderwunsch. Ich möchte mein Directional Kiteboard unter der Decke haben. Und das Letzte, was ich vor dem Einschlafen sehe, soll dieses Board sein. Oder meine Angelausrüstung muss da vorbei. Oder der Jäger möchte seinen abschließbaren Waffenschrank da hinten in unserem Möbel versteckt haben. Das machen wir. Aber das große Ganze können wir nicht anfassen. Das bleibt einfach in diesem Baukastensystem drin. Das macht ja wahrscheinlich auch von der Fertigung relativ viel Sinn, weil ihr halbwegs vorgegebene Maße habt, mit denen ihr jedes Mal wieder arbeiten könnt. Und wenn ich jetzt hier so an dir vorbeiluschere, sehe ich da eine relativ neue CNC, wenn ich das richtig sehe. Ja, das stimmt. Die ist nicht nur relativ neu, die ist brandneu. Wir hatten vorher schon... Aha, deswegen ist es da so sauber. Die ist gerade erst eingezogen. Ein CNC-Bearbeitungszentrum und haben uns jetzt für den Hersteller Holz hier entschieden. Haben uns ein paar Produkte vorher angeschaut und da haben wir uns einfach wiedergefunden. Und mit der CNC, die im Grunde einen Großteil unserer Einzelteilmöbelfertigung übernimmt, der Rest ist dann Bankraumarbeit, ganz klassisch in Handarbeit zusammengesetzt, brauchen wir nicht mehr. Du siehst eine relativ überschaubare kleine... Eine Kleinigkeit, die man sonst nicht... Also ihr seht die Beiträge, aber was ich nochmal hervorheben möchte, ich habe vorhin euch gedankt, dafür, dass ihr schon so viele Jahre mit dabei seid. Aber guckt euch mal nebenbei an, was unsere Kameraleute für Höchstarbeit machen. Die balancieren hier zwischen einer Tischkreissäge, einer Lampe und uns beiden Protagonisten hin und her. Und ich finde, das ist, man muss das auch mal hervorheben. Es ist wirklich eine tolle Leistung, finde ich, sich in solchen Werkstätten ja auch komplett lautlos. Stellt euch vor, du krachst da in den Tisch, zack, ist der Take eigentlich hin, weil der Kameramann A wackelt und es natürlich laut ist. Es ist wirklich echt krass. Und an dieser Stelle nochmal danke an alle Kameramänner, mit denen wir, oder auch Frauen natürlich, mit denen wir jemals bei Ligner TV gedreht haben. Man sieht es jetzt, wenn man sich das mit ein bisschen Abstand nochmal anguckt, was für Höchstarbeit das ist. Ich finde, das ist echt ein Lob wert. Für unsere Möbel. Wir haben, ich stehe da einfach nur, muss zuhören. Wir haben verschiedene Wanddekore, wir haben sechs verschiedene Fußböden und wir haben insgesamt drei Grundrisse für unsere Fahrzeuge mit verschiedenen Radständen. Das alles zusammen gibt Millionen von Kombinationsmöglichkeiten. Dennoch schaffen wir es aufgrund unseres Baukastensystems ganz strukturiert und effizient, unsere Aufträge in Kleinserie durchzuarbeiten. Und so schaffen wir es tatsächlich mit einem Team von 12 Leuten in der Produktion ungefähr 100 Busse im Jahr zu bauen. Das heißt, für dich steht auf jeden Fall die Qualität viel, viel weiter oben als die Masse. Absolut. Genau so ist es. Wir haben uns von Anfang an dazu entschieden, dass wir eine kleine, feine Manufaktur sein wollen, die aber kosteneffizient produziert und was die Entwicklung angeht, ganz weit vorn ist. Und mit Massenarbeit, mit Messegeschäft, mit Großserien haben wir nichts am Hut. Und ich bin heilfroh, dass ich dieser
Richtung nie verfallen bin, sondern mich immer wieder selbst gebremst habe und gesagt habe, hey, stopp, bis hierher und nicht weiter. Nettes Beispiel ist zum Beispiel, dass ich eine Wunschbetriebsgröße im Kopf hatte. War so meine Vision 10 bis 15 Leute und ich habe es tatsächlich geschafft, in der Firmenentwicklung bei 12 Mitarbeitern aufzuhören, zu stoppen und zu sagen, hey, ab jetzt wird nur noch das Produkt weiterentwickelt und verbessert und feiner und detailreicher gemacht, aber die Teamgröße soll bitte so bleiben. Und ich glaube, das ist eigentlich auch so eine ganz, ganz elementare Aufgabe. Es ist eine super gute Aussage, nicht mehr nur an das Wachstum des Teams, der Firma zu denken, sondern irgendwann zu sagen, hey, wir haben eigentlich eine gute Größe, wir haben eine gute Menge, lass uns jetzt nur noch das Produkt besser machen. Ich finde, das ist so, man könnte fast sagen, ja, ist ja logisch, aber ist halt irgendwie nicht logisch. Aber wir leben ja in so einer Gesellschaft, wo Wachstum das größte Ziel ist, mehr, immer größer. Aber am Ende geht es ja eigentlich um das Produkt, was man macht. Und ich finde, das ist auch jetzt rückblickend so eine coole und stabile Aussage. Finde ich echt richtig klasse. Und ich finde, auch für mich selber hat das so viel, ich kann mich da sehr gut drin wiederfinden und finde den Gedanken richtig gut. Ist und die Firmengröße und die Immobilie, die dazugehört auch. Und das war, meine ich, die beste Entscheidung meines Lebens. Und wenn du meine Kinder und meine Familie fragst, werden die wahrscheinlich das Gleiche antworten. Bin inzwischen bei einer 4-Tage-Woche angekommen, habe eine schöne Balance gefunden, habe, so meine ich zumindest, ein sehr glückliches und vor allen Dingen unheimlich engagiertes, tolles Team um mich herum. Jedem Einzelnen vertraue ich zu 100% und das macht es einfach. Es ist wie eine Familie. Ich berate Kunden, ich bin in der Entwicklung, ich bin für meine Mitarbeiter da und es ist einfach viel schöner, als in einem Großkonzern sich nur noch mit Zahlen und mit Teambesprechungen auseinanderzusetzen. Hier macht ihr ja in der Tischlerei alle Einbauschränke und Möbel selber. Aber zu so einem komplett fertigen Bus, wie er vorne in der Ausstellung steht, gehören ja ein paar mehr Teile. Macht ihr die auch alle selber oder hast du da irgendwelche guten Quellen? Wie funktioniert das? Wir haben natürlich Komponenten an externe abgegeben. Zum Beispiel haben wir unsere eigene Schlafsitzbank, die wir mit vielen Patenten haben schützen lassen, entwickelt und auch crashtesten lassen, für den europäischen Markt freigeben lassen. Da gehören viele Metallkomponenten dazu. Die lassen wir von einem externen Betrieb hier aus der Region fertigen, der zertifiziert ist dafür. Wir haben eine externe Sattlerei, mit der wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, direkt hier in dem Industriegebiet. Auf der anderen Seite im Industriegebiet im Kfz-Meisterbetrieb, der Fahrwerkskomponenten, Offroad-Komponenten etc. für uns einbaut nach Vorgabe. Und wir haben eine externe Näherei, die für uns die Sitzbänke etc. bezieht, die Vorhänge fertigt. Also wir versuchen das, was wir können, selber zu machen. Möbelbau. Hier sind ein paar Bretter einfach nur so reingelegt. Ich muss es sagen, aber ganz wichtig nochmal einfach das zu hören, was da alles dazugehört. Und ganz wichtig wieder, sich auf das zu fokussieren, was man kann. Und das, was andere besser können, eventuell andere machen lassen. Das ist einfach smart und man merkt, wie wichtig ihm nicht es ist zu sagen, ja, ich habe aber den ganzen Bus selber gebaut, sondern einfach zu sagen, ich möchte maximal hohe Qualität. Und da ist der Sattler wahrscheinlich einfach der bessere Sattler als der Tischler. Das macht irgendwo nur Sinn. Aber es ist cool, das so durchzuziehen. Elektrik, Verkabelung, Wasser-, Abwasserinstallation, Gasinstallation, da haben wir die entsprechenden Zertifikate und Lehrgänge besucht. Aber darüber hinaus vergeben wir halt an andere Gewerke hier aus der Region. Jetzt haben wir ja ein Produkt, was regional handgefertigt und qualitativ super hochwertig ist. Was kostet so ein Bus am Ende? Ja, ich hatte es beschrieben. Schreibt jetzt in die Kommentare, was meint ihr? Kriegen wir eine Zahl und wenn ja, wie hoch ist sie? Oder bekommen wir jetzt eine sehr politische Antwort? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich den Preis gehört habe. Aber ich habe so eine Vorahnung. Firma Custom Bus basiert ja auf diesem Baukastensystem. Das heißt, jeder Kunde kann sich im Grunde seinen eigenen Bus zusammenstellen, customized fertigen lassen. Und das heißt, sowohl in der Ausstattung als auch in den Technikpaketen kann man natürlich Auswahlen treffen oder halt auch weglassen und das Ganze eher moderat gestalten. Einstiegspreise liegen so bei unter 40.000 Euro, was für einen neuen VW-Bus krass, ja, doch sehr moderat ist. Darüber hinaus kann man natürlich konfigurieren,
Unkonfigurieren, das heißt, im Grunde sind nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Jetzt hatte ich ja vorhin von der Holzklasse gesprochen und jetzt stehen wir vor der Holzklasse und ich würde sagen, Craig, erklär uns die Holzklasse. Ja, es ist ein Projekt, was wir zusammen mit dem deutschen Möbeldesigner und Produzenten Nils Holger Mormann kreiert haben. Ein Name, der mein ganzes Studium geprägt hat. Und das ist für mich, sind das diese Momente, wo man merkt, wie vernetzt das alles ist. Das ist wirklich für mich ein Name gewesen, der so oft gefallen ist, weil unser Dozent mit dem auch zusammengearbeitet hat. Und über Ligner TV sind wir dann wiederum in einem Betrieb gelandet, wo eben jener Mensch dieses, das kann man ja kaum noch als Auto bezeichnen, das ist ja wirklich ein Kunstwerk, wenn man sich das anguckt, da ist einfach ein schönerer Boden in diesem Auto als in meiner Küche zum Beispiel. Das ist Wahnsinn, aber ich finde es auch vor allen Dingen cool zu sehen, wie das alles ineinander greift. Tischlerei, Design, Autos, das ist einfach verrückt. Die Entstehungsgeschichte ist tatsächlich genial. Mir wurde ein Nils angekündigt als Interessent in unserer Ausstellung und er hat sich vorgestellt und meinte, ich habe mit Möbeldesign zu tun und eure Busse finde ich schön, anscheinend versteht ihr was von Interior Design und ich möchte einen Bus bei euch kaufen. Und so haben wir gemeinsam konfiguriert, damals noch ein Custom Bus Camper, also ein Produkt aus unserem Standard, aus unserer Standardlinie. Und Nils hat den Wagen als Firmenwagen genutzt und gefahren und während er ihn nutzt, haben wir uns angefreundet und sind gemeinsam auf die Idee gekommen, ein gemeinsames Projekt zu entwickeln, zu kreieren. Design, Interieur etc. Aus Aschau, Hauptsitz Nils Holger Mormann und die Ausführung und Produktion hier in Hannover-Langenhagen bei Custom Bus. Und entstanden ist dabei die Holzklasse. Jetzt bin ich ja selber auch Produktdesigner und weiß, so ein bisschen mit Designern zusammenzuarbeiten ist schon so ein bisschen schwierig. Nils Holger Mormann ist jetzt ja schon ein etwas größerer Designer. Etwas größer. Funktioniert so ein Zusammenhang? Nur ein bisschen. Ja, ich hatte anfangs, war mir nicht bewusst, wer da vor mir steht, mit wem ich es zu tun habe. Ich bin quasi erst nach dem Gespräch vor Ehrfurcht erstarrt. Und es war für uns natürlich ja wie so ein Ritterschlag, dass sich so ein Name bei uns ein Produkt aussucht. Das war fantastisch. Und später, nachdem sich unsere Freundschaft entwickelt hat, wir über das Produkt gesprochen haben, musste ich schon feststellen, dass das Ganze auf Augenhöhe stattfindet, dass die Zusammenarbeit einfach eine ganz sanfte und verständliche ist. Wir wurden gewertschätzt für unser Produkt und wir wurden in dieser Teamzusammenarbeit über die lange Distanz, Aschau, Hannover, das war einfach toll. Jeder hatte seine Aufgabenfelder und es hat einen riesen Spaß gemacht. Und als man dann die Holzklasse entstehen sehen hat, war die Motivation natürlich auch voll da. Und für mich persönlich als Geschäftsführer, als Inhaber, als Hauptverantwortlicher bei Custom Bus war es auch eine ganz positive neue Erfahrung, bei diversen Fragen, gerade in Richtung Design, Materialauswahl etc., nicht die erste Geige zu spielen, sondern einfach mal zuzuhören, wirken zu lassen und andere Vorschläge umzusetzen. Und andere Leute, in dem Fall den Nils, die Entscheidung treffen zu lassen. Und das war für mich tatsächlich auch in Teilen eine gewisse Art der Entspannung. Das kann ich nur voll unterschreiben. Das hat jetzt damit eigentlich nur bedingt was zu tun, aber auch ich habe das ja so gelernt. Und wir haben ja ein Tattoo-Studio in Hannover, was viele vielleicht gar nicht wissen. Und auch da ist einer der Tätowierer Produktdesigner und auch ich empfinde genau das gleiche Gefühl, was er hat. Es ist manchmal so befreiend, einfach jemand anderen federführend designen zu lassen. Auch wenn das ist, was ich eigentlich auch gelernt habe. Das ist ein total schönes, befreiendes Gefühl und vor allen Dingen genau wie er es auch beschreibt, so ein bisschen, man hat die Möglichkeit, ganz neu das eigene nochmal zu lernen, weil man diesen völlig ungefilterten Input bekommt. Und jeder, der die Chance hat, sowas mal auszuprobieren, egal in welchem Gewerk, macht das. Lasst euch einfach, auch wenn ihr Chef seid, einfach mal einen Tag von einem anderen Chef was erklären. Wenn man sich darauf einlässt, kann das wirklich absolut super, super cool sein. Und man kann natürlich auch die Verantwortung manchmal ein bisschen abgeben. Und auch das macht manchmal wirklich Spaß, auch wenn man natürlich trotzdem gucken muss, dass das Endergebnis immer passt. Aber das sehen wir hier, das hat da sehr, sehr gut geklappt. Gut. Würdest du anderen Handwerkern die Zusammenarbeit mit Designern empfehlen?
Ich glaube schon, dass es schwierig sein kann, sich einfach mal zurückzustellen und erstmal zuzuhören, einen Wurf durchzugehen, zu genießen. Das ist, glaube ich, immer auf beiden Seiten größtenteils Charakterfrage. Wie gut passt man zusammen? Wie sehr kann man auf den anderen eingehen? Weil die verschiedenen Lager, die kannst du nicht ändern. Der eine muss es umsetzen, der andere will natürlich seinen Entwurf nicht verwässern. Mhm. Aber klar, es ist eine Riesenchance, auf Produktdesigner zu hören, auf einen Möbeldesigner zu hören, auf Vorschläge zu hören, um dann zu gucken, kriege ich mein Produkt in die Richtung und habe damit vielleicht eine ganz moderne Formsprache erreicht. Also von daher, klar, kann ich in jedem Fall empfehlen. Das einfach mal ausprobieren. Klingt super schön. Danke dir, Craig. Gerne. Ich möchte euch eine Sache sagen. Ich bin ja auch Produkt. Dieser Handschlag. Oh, wie eckig ist das denn? Oh Gott. Mal ausprobieren. Klingt super Guck schön. Mal jetzt. Danke dir, Craig. Gerne. Ich möchte euch eine Sache sagen. Was möchtest du uns sagen, Jonas? Den Mann gehört, ihr sollt auf mich hören. Also geht ihr jetzt schön unter das Beat. Auf den hören wir nicht. Ihr hört auf mich. Ihr sollt natürlich das machen, woran ihr Freude habt. Und offen sein für Neues und trotzdem macht da unten gehen. Da ist der Abo-Knopf, da könnt ihr auf Abonnieren klicken und auf die Glocke daneben. Dann werdet ihr beim nächsten Video benachrichtigt. Und das Beste ist, wir sind in der Neuzeit angekommen und gucken uns trotzdem mal das Alte an. Also gibt es eine Moderation, die jetzt zwar auch am Ende ein bisschen hakelig war, aber auf jeden Fall anders als die. So, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.